Servus Leute, euer Nexo hier. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich habe heute wieder ein neues Video zu Destiny 2 für euch, und zwar schon um den neuen DLC. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das neue Event auf Merkur Heroes triggern könnt. Ein Tipp zu Beginn: damit ihr das auf Heroisch triggern könnt und auch schafft, würde ich euch raten, eine Raketenwaffe auszurüsten mit voller Munition. Das heißt, ihr braucht mindestens 6 Schüsse und ihr solltet mindestens 3 bis 4 Leute sein, denn sonst wird es schwer, das Event auch abzuschließen. Ihr startet das Event ganz normal. Der erste Part, die erste Phase ist wie beim normalen Event. Ihr müsst den Captain töten, die Akkusladungen auf beiden Seiten in den Plattformen einsetzen. Anschließend portet ihr zur nächsten Plattform. Dort müsst ihr wieder einen Captain töten und die Akkusladungen wieder einsetzen. Und jetzt kommt der Clou, mit dem ihr das Event heroisch triggern könnt. Sobald ihr die Akkusladungen eingesetzt habt, kommt hinter euch im Himmel ein schwebendes Objekt. Dort mit dem Raketenwerfer einen Schuss drauf machen, damit dieses sofort kaputt geht. Nach dem Zerstören von dem Objekt kommen Plattformen, auf welche ihr springen müsst. Sobald ihr euch dann auf diese Plattformen befindet, kommen weitere Objekte, welche ihr zerstören müsst. Sobald diese kaputt sind, kommen wieder weitere Plattformen und wieder weitere Objekte. Insgesamt sind 6 schwebende Objekte zu zerstören, deshalb eben auch die 6 Schuss für den Raketenwerfer. Sobald ihr das erledigt habt, kommt ihr auf die obere Plattform. Dort findet ihr eine Extrakiste mit 2 Tokens und ihr könnt euch dann in die mittlere Plattform stellen und müsst diese noch aktivieren. Sobald das geschafft ist, triggert das Event heroisch. Anschließend verläuft das Event wieder ganz normal weiter, bis ihr zum Endboss kommt. Der Endboss ändert sich auch ein wenig. Im normalen Event muss der einfach nur zerstört werden. Ihr könnt dauernd auf diesen Boss Schaden machen. Beim heroischen Event müsst ihr zuerst das Schild vom Endboss mehrere Male kaputt machen. Und das macht ihr so, indem ihr zuerst den Captain zerstört, der erscheint. Dieser lässt wieder Akkusladungen fallen. Ihr hebt diese Akkusladungen auf, läuft nach draußen. Im Außenbereich verwendet ihr dann eines von diesen Sprungtoren, um über den Boss zu fliegen und dort die Ladung dann einzusetzen. Es genügt eine Ladung. Dann ist das Schild vom Boss entfernt und ihr könnt Schaden auf ihn machen. Das wiederholt ihr jetzt so lange, bis der Endboss tot ist. Habt ihr das heroische Event geschafft, bekommt ihr ein Emblem und eine Zusatzkiste. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Mich würde es sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Nexo.